Hauptsache hier unten ist gut ausgeleuchtet, damit hier nichts in die Luft gesprengt wird. Ich habe jetzt irgendwie wieder einen leichten Schock. So. Ich würde sagen, die Truhen stellen wir hier hinten hin. Und das hier oben machen wir zur Holzprodukte-Truhe. Sehe ich richtig so, ne? Ich behalte mal den einen Spruce-Block noch da. Spruce-Trapdoor. Oak-Trapdoor. Warum haben wir so viele Trapdooren? Keine Ahnung. So, ach, jetzt haben wir ja auch noch Creeper-Müll hier im Inventar. Sorry. Das muss so sein. Hm. Ja, wir müssen gleich erstmal eine ganze Menge Kram nach oben bringen. Oben ablagern. Hallo? So. Fangen wir schon mal an, hier ein bisschen Diorit zu verarbeiten. Na. Oh, ich liebe den Stonecutter inzwischen regelrecht. Ich drücke nur immer an der falschen Stelle die Space-Taste. Ich drücke immer, wenn ich jetzt hier, wenn ich das auswähle, drücke ich immer die Space-Taste und wundere mich, dass hier nicht 64 bei rauskommt. Das ist auch mal irgendwie komisch. Siehst du das auch so? Und warum ist hier so ein Scrollbalken? Soll da vielleicht eines Tages noch mehr passieren? Oh, ist das vielleicht ein Versprechen an die mächtige Zukunft? So, was kann man hier ausbauen? Hm, nicht gerade viel. Schon, wenn ich die reinpacke. Ich hätte gerne Schüssel Slabs, das wäre auch mal geil. So, den Stonecutter nehmen wir gleich mit. Dahin, wo wir hingehen. Ist kein Thunderstorm, ne? You've been thunderstormed. Aber es ist dunkel und das ist gar nicht schön. Schön umgucken. Wir wollen nicht wieder den gleichen Scheiß haben. Okay. We have the choice. Das kann weg. Das kann erstmal weg. Das kann erstmal weg. Warum habe ich das Schild noch hier? Ach ja, weil ich das als Holzprodukt gesehen habe. Naja. Okay. Jetzt ist zu spät. Gut. Und das auch da rein. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt losgehen soll und vielleicht sollte ich jetzt losgehen und Kügelchen holen. Aber was mir da gerade auffällt, wir haben gar keinen Crafting-Tisch dabei, der steht nämlich unten im Keller. Ja, jetzt vergesse ich natürlich was mitzunehmen, ist klar. Wollte ich ja eigentlich immer. Ja, was jetzt natürlich doof ist, jetzt haben wir das ganze Diorit im Inventar. Weißt du, das lege ich nochmal oben in die Truhe rein. Das ist wunderbar. Hier in diese Truhe lege ich mal das ganze Diorit. Ich sag's jetzt mal richtig. Das ist eine schöne Menge Diorit, die wir hier haben. Ich habe ja nur so einen kleinen. So eine kleine Skizze gemacht im Creative Modus. Und davon weiß ich alleine, das ist gar nichts. Das ist gar nichts. Für das, was wir vorhaben, ist das gar nichts. So, kann man jetzt endlich. Sieht so dunkel aus. Mal ein bisschen tauchen. Boah, ich freue mich schon total drauf, wenn wir wieder einen Scuba-Helm haben. Und alles. Deswegen bräuchten wir eigentlich auch ein. Ein Verzauberungstisch. Denn wir haben ja 41 Erfahrungslevel. Und da kommen noch mehr dazu. Jetzt habe ich wieder keine Knochen dabei. Ist doch nicht wahr. Okay. Doch, es ist wahr. Du hast keine Knochen dabei. Hack nicht drauf rum, Sonny. Gut. Da ist unser Kackstift Deluxe. Der sieht so majestätisch aus. Guck dir das an. So von der Entfernung. Oh. Alter, jetzt ist es aber Nacht gleich. Ich sollte mal. Mach, schnell schwimmen.
Schwimmen. So. Hab Wilma vergessen. Trotzdem tapert ihr hier irgendwas. Ach so, das ist das Schwein. Ein dummes Schwein, nerv nicht. So. Da haben wir schon die ersten Kotkügelchen. Oh, wen haben wir da? Hallo. Zum Baden gehen? Komm. So. Da stuhlt er uns noch seine Haut ins Inventar. Okay, kann jetzt natürlich sein, dass da oben auch ein Creeper runterspringt. So wie ich mein Glück kenne, passiert das auch noch. Und ich sollte vielleicht bald mal eine Pause machen, wie die Pressur zu groß wird und ich wieder nervös werde und so. Unerwünschte Information. Unerwünschte Information. Unerwünschte Info. Unerwünschte Info. Ich sollte vielleicht mit meiner ramponierten Stimme nicht singen. Wenn man das singen nennen kann, was ich hier mache. So. Oh, was für schön Kügelchen alles. Also in der gestern missglückten Aufnahme habe ich auch Kügelchen gesammelt und da habe ich bei weitem länger gebraucht, um auf ein Kügelchen vorkommen zu stoßen. So. Warum ist denn da oben ein Block in der Luft? Ist da ein Enderman explodiert oder was? Da müssen wir ja mit Nether auch mitrechnen, dass es da jetzt diese Gegenden gibt, wo Massen von Endermännern rumlaufen. Da würde ich ja gerne dann so einen Jagdaußenposten hinbauen. Zwei Blöcke hoch. Also erstmal einen Kürbis aufsetzen, damit uns die Endermänner erstmal nichts tun. Und dann den Kürbis absetzen und sie ihm direkt in die Augen gucken. Aus so einer Höhle, wo halt nur zwei Blöcke hoch ist. Ne. Und dann gib ihm. Ach, das wird wunderschön. Da freue ich mich schon richtig drauf. Worauf ich mich nicht freue, das ist, es soll ja auch jetzt Gebiete im Nether geben, wo massenweise unsere lieben Freunde Drachenlord herum eiern. Und ja. Da müsste man sich vielleicht eine besondere Strategie ausdenken, die ich noch nicht weiß. Also falls da jemand eine Strategie hat, wie man am besten dem garstigen Ungetier beikommt, möglichst ohne in die Luft gesprengt zu werden. Ja, ich weiß, immer schön in Bruchstein sich verstecken. Bruchsteinprodukte sind gegen Gas einigermaßen immun. Aber so kriegt man sie auch nicht tot, wenn man die ganze Zeit irgendwo sich wie so ein Hühnchen in irgendeiner Hütte versteckt. Und ich würde halt gerne irgendwie endlich mal ein 64er Stack Gastränen haben. Ah, das wäre. Den Tag würde ich feiern, wo ich ein 64er Stack Gastränen habe. Ja, du hast sicher in deiner Welt schon alles das und noch viel mehr. Wahrscheinlich schon eine Kiste mit 64er Stacks voll. Video or it didn't happen. Es gibt so viele Leute, die mir Geschichten erzählen, über was sie alles in Minecraft können und tja, talk is cheap, ne? Also, ja, sprechen ist ein Schaf. Also, die Leute können viel erzählen, sagen wir es so. Es gibt ja auch Leute, die vorgeben, Survival zu spielen und dann ein geschnittenes Let's Play machen und wenn sie schneiden, dann spielen sie mit Monstern ausgeschalteten Peaceful. Die gibt es auch. Und es gibt ganz Geschickte, das ist mir jetzt gerade untergekommen vor kurzem, da habe ich mich gut weggelacht. Es gibt sogar Leute, die dann hergehen und um das zu verstecken, dass sie im Peaceful-Modus sind, spielen sie Zombie-Geräusche also in den Hintergrund ein. Kein Scherz, solche Leute gibt es tatsächlich, die dann auf eine Tonspur in der Videobearbeitung Zombie-Geräusche liegen. Aber es fällt dann doch auf, wenn sie den ganzen Tag in der Gegend rumlaufen und einige Ecken in ihrer Base überhaupt nicht ausgeleuchtet haben. Wenn sich jetzt hier jemand angesprochen fühlt, ist auch gemeint. Da laufen sie dann rum und sie treffen auf keinen einzigen fucking Zombie.
Ja, das fällt doch mal auf, ne? Also du hörst die ganze ne? Aber kein einziger fucking Zombie, obwohl einige Stellen in ihrer Base aussehen, dass du sagst, Alter, Fackeln sind billig, Kollege. Auf jeden Fall billiger als dein Leben, ne? So. Ja. Was es schon für seltsame Vögel irgendwie gibt, so unter den Minecraft-Let's Playern. Ich habe da wirklich... ach ja, und ich habe einen ganz netten kennengelernt, einen ganz tollen, jungen, frischen Minecraft-Let's Player. Ich bin sein erster Abonnent. Ich dachte, so kann ja wohl nicht wahr sein, ne? Der Typ hat eine super Stimme, ist super sympathisch und null Abonnenten gehabt. Ich blende mal hier so ein Infoding ein mit seinem Kanal und pack den auch mal in die Videobeschreibung. Guckt doch mal vorbei, lasst mal ein bisschen Liebe da, gebt ihm mal ein Abo. Er hat es auf jeden Fall verdient. Hat erst 2 Minecraft-Videos gemacht. Der gute Hack Gaming oder so. Er hat einen Banner, da ist leider irgendwie so ein bisschen der Zeichensatz schief gegangen. Das sieht dann wie Kack Gaming aus. Muss mal ändern, Kollege, ne? Wenn du das hier siehst. also manchmal. Verunglücken solche Sachen, ne? Aber es ist schon Firmen passiert, die halt ihr Logo-Schriftzug so gemacht haben, dass es sich irgendwie anders las. Nee, aber bin da gestern so mehr oder weniger zufällig in einem Minecraft-Forum drauf gestoßen. Da hat er halt seinen Kanal vorgestellt und dachte so, gucken wir doch mal, was das wieder für Müll ist, ne? Weil ich bin ja in letzter Zeit gewohnt, dass wenn ich auf irgendwelche Kanäle gucke, dass ich dann eher irgendwie mich mit Grausen abwende. Aber dieses Mal, zu meiner großen Überraschung, eine echte Perle. Und ausgerechnet der hat keinen einzigen Abonnenten gehabt. Kann ich nur nochmal betonen. Also wirklich, der größte Schissdreck da draußen hat irgendwie tausende von Abonnenten. Wahrscheinlich durch... Sub for Sub und sonstigen Schwachsinn ergaunert. Aber nichtsdestotrotz, der größte Mist da draußen hat so und so viel 1000 Abonnenten und dann, ja, ist da so eine Perle und der hat mal gar keine Abonnenten. Tja, das sollte nicht so bleiben. Ich finde, Fleiß und Talent sollte belohnt werden. Meint ihr nicht auch? Wenn ihr meiner Meinung seid, dann gebt ihm gleich 3 Abos. Er wird sich sicherlich freuen, wie sonst was. So. Weiß nicht, ob er meinen Kanal guckt. Also, ne, ich habe ihm einen Gruß dagelassen. Aber er scheint eher ein Scheuer zu sein. Also insofern, weiß ich nicht. So. Ja, und wenn ihr das kleine Drama mitbekommen habt mit einem gewissen jungen Mann, der auf meinem Kanal irgendwie rumgemotzt hat. Ja, er hat sich mit dem... ich habe jetzt übrigens 2 Leute, die bei mir auf dem Kanal geblockt sind, also die nicht kommentieren dürfen. Oder wo man die Kommentare zumindest nicht sehen kann. Den einen, den kennt ihr, der Herr R., also Wolle. Ja, und der hat jetzt Zuwachs bekommen. Und zwar auch noch das Lustige daran ist, die beiden sind inzwischen gute Freunde. Herr R. hat ihn da drin bestärkt. Ja, und ach, es ist so peinlich alles gewesen. Dann hat er ein Video gemacht, sozusagen, wo er mich als Troll bezeichnet hat. Jetzt, nee, nicht als Troll, als Hater. Also ich weiß nicht, ich bin der Hater, weil er bei mir auf den Kanal kommt und rummotzt. Also ich verstehe es nicht. Ich habe nur das einzig Richtige gesagt, nämlich, dass er in Peaceful spielt. Und das ist wahr. Ja, das Witzige war dann ja auch noch, ne? Ich weiß ja, warum er mich nicht mag. Weil, ja, als ich gesagt habe, dass ich mal Punk war und immer noch bin, da ist wahrscheinlich bei ihm irgendwie die Hutschnur geplatzt, weil er ist eher, sagen wir mal,
traditionell deutsch, ne? Er hat dann auch versucht, mich damit zu ärgern, dass er in seinem Video hat er sich eine schwarz-weiß-rote Fahne vor seine Base gestellt, die er dann hinterher ganz feige wieder weggenommen hat, weil ja, weil er wahrscheinlich doch nicht wollte, dass das Ganze so auffällt, ne? Warum muss das immer so klischeehaft sein, ne? Ich meine, nichts gegen Leute aus dem Osten, aber warum muss es immer so klischeehaft sein, dass so oft, wenn du Leute aus dem Osten kennenlernst, dann ist gleich irgendwie so der Schnurrbartmann mit am Start. Wie geht das? Ja, und das mit der schwarz-weiß-roten Fahne, dass er die jetzt wieder weggenommen hat, das kann er sich mal irgendwie sparen, weil solange er in seinen empfohlenen Kanälen ganz oben den Rapper Ares hat, ja, ich frage mich, wie man völkisch-nationalistisch sein kann und Rap machen kann. Also mal so an die Braunen hier, die Rap mögen. Rap ist schwarze Kultur. Das ist Neger-Musik. So würdet ihr das nennen. Das werdet ihr nicht entführen können. Das ist und bleibt schwarze Kultur. Was? Hundi! Achso. Genauso wie Reggae, ne? Und so ziemlich alles, was mit Viervierteltakt zu tun hat. Ziemlich alle Rockmusik. Ja, die meiste Nordsee-Mucke ist ja auch irgendwie ja aus dem Punk entlehnt, geklaut. Sie können halt einfach nichts Eigenes machen. Langweilig. So, ja, aber damit jetzt genug gelästert. Nicht, dass ich vor irgendjemandem Angst hätte, aber es lohnt sich einfach nicht. So, und das hier ist übrigens der Bach, wo ich meinte, den müsste man nur ein bisschen begradigen, dann könnte man drüben von Honky Island bis rüber zur Kioschheimbiene fahren, wie sie jetzt heißt. So, Freunde, wir haben genügend Kügelchen gesammelt, die müssen wir jetzt auch braten. Aua. Und das machen wir jetzt. Und in der Zeit ernten wir mal die Getreidefelder ab. Was haltet ihr davon? Boah, geil. So. Ja. Und wir fangen jetzt mal an. Ah ja, Getreidefelder erstmal abernten. Abernten. Entschuldigung. So, ich muss gleich wirklich mal eine Pause machen. Ja, mach doch den anderen Ofen auch noch voll. Das ist gut. Ich mach mal den Ofen voll. Ja, ich weiß nicht, ob diese Truhe da hinten noch genügend Platz für die ganzen Kügelchen hat. Ja, wenn wir die Diaröhre rausschmeißen, wahrscheinlich schon. Und die wollen wir jetzt nämlich auch haben. Den Eimer lasse ich auch erstmal hier. Doch, das wird gehen. Sag nicht, das wird gehen. Den nehmen wir natürlich auch mit, weil den brauchen wir. Den werden wir so viel brauchen. Das ist unglaublich. So. Jo. Wird, Freunde, wird. Ja. Und ich mag ja eigentlich hier keinen Unfrieden auf dem Kanal. Also. Und ich will eigentlich mich auch mit niemandem wirklich streiten. Es ist halt nur so, wenn mir jemand dämlich kommt, dann kriegt er halt das, was er dafür verdient hat, ne? So. Und ich habe mit dem Streit nicht angefangen. Ja, so ist es halt immer, wenn diese Leute auf meinen Kanal kommen und irgendwie denken, ich müsste so spielen, wie sie das gerne wollen. Da sage ich mal ganz dick Niet und zeig mal einen dicken, fetten Stinkefinger. So, ah ja, hier ist auch noch Diorüt. Diorüt. Trüt. Hör auf, ins Mikrofon zu pusten. Ja, nee, das bringt ja jetzt nichts. So, ich bin hier nur noch mal am Gucken. Wenn wir uns mit Katzi auf den Weg machen. Zum Bauplatz des Arkane-Institutes. Komm mit, Katzi, wir machen jetzt... Tut. Wir gehen jetzt in das Institut.